Hallo, mein Name ist Rafa, ich bin Hochzeitsfotograf und Videograf und heute geht es um das spannende Thema Hochzeitsstress, wie ihr das vermeiden könnt und wie ihr dadurch euch nicht nur einen schöneren Hochzeitstag schafft, ja, sondern vor allem eine Erinnerung für die Ewigkeit, ja, die ihr lieben und noch Jahre später mit Freude und Spaß bewundern werdet. Und dazu habe ich die 7 ultimativen Tipps vorbereitet, wie ihr Hochzeitsstress vermeiden könnt und euch voll und ganz auf eure Liebe und das Glück, ja, miteinander freuen könnt. Also, ich würde sagen, nichts wie ran, lass uns nicht lange um den heißen Brei reden. Let's go! So, bevor ich euch diese 7 ultimative Tipps gegen Hochzeitsstress verrate, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und nochmal betonen, wie wichtig es ist, unnötigen Stress zu vermeiden. Denn ja, die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass es gerade durch die Anspannung schnell zu Streitigkeiten zwischen euch kommen kann. Und das kann dann die komplette Stimmung und Atmosphäre massiv auf eurer Hochzeit beeinträchtigen. Ja, und dazu führen, dass ihr euch euren schönsten Tag eures Lebens ruiniert, ja. Und ich spreche hier wirklich aus eigener Erfahrung, ja, wirklich. Ich habe schon zig Hochzeitspaare, ja, begleitet und wirklich viele Fälle schon erlebt, wie sich, ja, Stress auf einer Hochzeit auswirken kann. Das kann zum Beispiel so aussehen, ihr könnt euch, ja, nicht mehr gemeinsam auf diesen besonderen Tag konzentrieren, ja, weil ihr einfach total genervt, total gestresst seid. Eure Gäste und alle anderen Beteiligten, ja, bekommen das natürlich schnell mit und fühlen sich im Endeffekt total unwohl und fehl am Platz. Euer Stress und die innere Unruhe spiegeln sich natürlich spätestens dann auf euren Hochzeitsfotos und Videos wieder, ja? Ja, was im Endeffekt dazu führt, dass ihr euer ganzes Leben unglücklich seid, weil ihr einfach keine schöne Erinnerung für die Ewigkeit habt, die ihr euch gewünscht habt. Es ist ein wirklicher Hochzeitskiller, der Hochzeitsstress, ja, und sollte auf jeden Fall, ja, vermieden werden. Das aber noch nicht alles. Auch Perfektionismus kann euch alles zerstören, wirklich. Und hier wende ich mich an meine lieben perfektionistischen Bräute. Ich kann euch da vollstens verstehen, dass ihr alles perfekt planen und organisieren wollt. Ja, dass ihr alles perfekt haben wollt, ja. Es ist schließlich euer Tag, ja, und da sollte im besten Fall alles zu 100% sein. Keine Frage, ich bin bei euch, aber bitte tut mir einen Gefallen. Vergiss nicht in der Hektik und Jagd nach der Perfektion, dass das Wesentliche vergessen werden könnte, ja. Die Liebe und das Glück zwischen euch. Wirklich, ich habe es schon oft erlebt, wie Bräute aufgrund ihres Wunsches nach Perfektionismus, ja, gestresst und teilweise schon zickig waren und dadurch die ganze Hochzeitsfeier, ja, auf den Kopf gestellt haben und nichts mehr lief. Deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, sich auch daran zu erinnern, dass eine Hochzeit nicht perfekt sein muss, um wirklich unvergessliche Hochzeitserinnerungen zu schaffen. Denn oft sind es gerade die unerwarteten und spontanen Momente, ja, die in Erinnerung bleiben und euren großen Tag einzigartig machen. Und wie versprochen, jetzt die 7 Tipps gegen Hochzeitsstress. Tipp Nummer 1: Delegiert Aufgaben an eure Familie oder Freunde beispielsweise, ja, um Stress abzubauen und sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Hier könntet ihr zum Beispiel eure Trauzeugen ansprechen, ob sie verschiedene Aufgaben, ja, euch abnehmen können. Tipp Nummer 2: Priorisiert eure To-Do-Liste. Erstellt eine Prioritätenliste und beginnt mit den wichtigsten Aufgaben zuerst. Zum Beispiel könnten das erst die Dienstleister sein und danach diese Kleinigkeiten. Also arbeitet diese Liste von oben nach unten und lasst Unwichtiges weg. Tipp Nummer 3: Macht unbedingt Pausen, nehmt euch Zeit, um euch zu entspannen und die Hochzeitsplanung auch einfach mal auszublenden. Ihr solltet euch nicht ständig gestresst fühlen, sondern auch das Erlebnis genießen, ja. Geht einfach mal raus, macht Sport und nehmt euch ein Wellness zum Beispiel, denn das erwähne ich auch immer wieder zu meinen Brautpaaren,
Der Tag geht so schnell rum, auch die Vorbereitung bis zum Hochzeitstag geht so schnell rum. Genießt es. Tipp Nummer 4, nimmt genügend Zeit für Fotos und Videos. Plant genügend Zeit für das Hochzeitsshooting, damit ihr auch schöne Erinnerungen an eure Hochzeit habt. Ja? Da kann ich euch auch unbedingt empfehlen, mindestens 1 bis 1,5 Stunden einzuplanen, damit ihr auch so richtig mit euren Fotografen, Videografen euch aufwärmen könnt. Tipp Nummer 5, rechnet mit unerwarteten Ereignissen. Plant unerwartete Ereignisse wie schlechtes Wetter oder technische Schwierigkeiten im Voraus ein, ganz wichtig. Wenn ihr darauf vorbereitet seid, seid ihr auch weniger gestresst und habt einfach mehr Lust auf den Tag. Tipp Nummer 6, sucht nach einzigartigen Möglichkeiten. Überlegt euch alternative Möglichkeiten für die Hochzeitslocation oder die Dekoration, um ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Zum Beispiel könnt ihr was für eure Gäste machen. Die werden sich mega freuen und sich auch wohlfühlen. Kleine Willkommenskarten zum Beispiel an ihren Plätzen machen. Tipp Nummer 7, macht es zu eurem Tag. Lasst euch nicht von anderen beeinflussen und konzentriert euch darauf, eure eigenen Vorstellungen und Erinnerungen zu schaffen. Ganz wichtig, ich erlebe es oft, dass sich Eltern oder Geschwister einmischen. Lasst das einfach sein, bringt nichts, bringt nur Stress und schlechte Stimmung. So, das waren die 7 Tipps, die euch A, eine entspannte Hochzeit bringen werden und B, ihr eine Erinnerung für die Ewigkeit haben werdet, die euch euer ganzes Leben glücklich machen wird und ihr euch wirklich freuen werdet. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen 7 wertvollen Tipps wirklich helfen und euch nochmal eure Hochzeitsfeier auf ein neues Niveau katapultieren. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt und die Glocke im besten Fall aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst und ihr aus eurer Hochzeit die schönsten Momente für die Ewigkeit schafft. Ja? Denn in diesem YouTube-Kanal werde ich euch immer den besten Content liefern. Versprochen, ja? Denn im Endeffekt wünsche ich mir das vom Herzen für euch, dass ihr eine sagenhafte Traumhochzeit habt. Ja, und im Endeffekt mit diesem einen Ziel eine Hochzeitserinnerung in den Händen halten könnt, mit der ihr euch ein Leben lang freuen werdet. Also auf diesem Wege alles Gute, euer Rafa. Aber halt, ich habe noch ein kleines Gratisgeschenk für euch. 3 Schritte zur Traumhochzeit, wie ihr das Knistern eurer Liebe mit euren Kindern und besten Fall Enkelkindern noch Jahre später erleben werdet. Also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich euch in einem Video aufgenommen habe und das komplett gratis, wirklich. Den Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Also jetzt nichts wie ran und bis gleich, euer Rafa.